Also, Selexis, du hast uns dein Portfolio geschickt und 15 Mails geschrieben, gefühlt. Freut mich, dass du excited bist, das Portfolio zu besprechen. Okay, alles klar. Also, hallo Thomas, anbei zeige ich dir mein kleines ETF-Portfolio, welches ich seit knapp mehr als 2 Jahren bespare. Meine Fragen, sind die ausgewählten ETFs in Ordnung oder soll es bei einem der beiden einen Tausch vorgenommen werden? Lohnt es sich, bei meiner aktuellen Sparrate 1 oder 2 weitere ETFs hinzuzufügen? Ich habe dabei an einen REIT oder einen Small Cap ETF gedacht. Ebenfalls würde mich Kryptowährung und P2P interessieren. ETF-Auswahl, erster ETF Xtrackers MSCI World UCITS 1C, der Thesaurierende. Und dann zweiter ETF Xtrackers MSCI Emerging Markets, ebenfalls 1C, also der Thesaurierende. Die sind auf dem Chart vertauscht. Also hier der große rote Kuchen ist MSCI World und der kleine blaue Kuchen ist MSCI Emerging Markets. Ihr müsst euch das einfach nur umgedreht vorstellen. Das ist ja das klassischste aller klassischen 70-30 Portfolios. Ja, MSCI World, MSCI Emerging Markets, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen. Finde ich voll gut. Wenn das hier sind vermutlich deine Sparraten. Genau, also 195 für MSCI World im Monat und 80 Euro MSCI Emerging Markets. Okay, voll gut. Echt voll gut, kann man nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, also bei 150 Euro Sparrate, 175, sorry, bei 175 Euro Sparrate würde ich jetzt nicht unbedingt noch weitere ETFs dazu nehmen. Es sind 275, genau, ja. Kopfrechnen ist so ein Ding, ne? Es ist eine sehr gute Sparrate, aber da reichen eigentlich auch 2 ETFs. Weil sonst, wo würdest du es abknapsen? Also diesen Teil, den würdest du vielleicht im Emerging Markets wegnehmen. Könnte man eventuell machen, vielleicht könntest du da 50 Euro wegnehmen oder so, müsste man im Rebalancing-Rechner dann nochmal schauen und dann eventuell in diese REITs-Komponente oder Small Cap. Wenn ich die Wahl hätte an deiner Stelle, würde ich eher auf einen European Small Cap gehen, dann hast du nämlich gleichzeitig Europa nochmal ein bisschen stärker gewichtet und gleichzeitig das Thema Small Caps abgebildet, denn REITs hast du schon einige in deinem MSCI World drin. Ich weiß ja, dass du weißt, dass ich es auch so mache mit MSCI World, Emerging Markets und einem Teil REITs. Ich kann zu deinem Portfolio wirklich nicht viel mehr sagen, ich finde das wirklich top. Du kannst natürlich die ETFs hinzumischen, wo du noch Lust dazu hast, also ein Europe Small Cap oder ein REIT, P2P Kryptowährung. Ich würde nicht alles auf einmal machen. Priorisiere das für dich. Nimm vielleicht 50 Euro weg oder meinetwegen 80 Euro von deinem MSCI World Teil und schau mal, was du im ETF-Bereich noch machen kannst. Ansonsten kannst du auch beide Teile einen Ticken reduzieren und in Kryptowährungen oder P2P-Kredite investieren. Aber halt's klein, also halt's im geringen Bereich, weil es halt echt ein Risikoinvestment ist. Ich meine, Bitcoin ist, glaube ich, All-Time-High wieder. Kann das sein? 950 Euro hoch der Bitcoin-Preis bei fast 17.000 Euro. Von daher, ja, wie gesagt, nur weil Bitcoin jetzt gerade im Hype ist, Selexis, würde ich jetzt nicht unbedingt auf Bitcoin aufspringen. Aber wie gesagt, per Sparplan, warum nicht? Also ich weiß nicht, geht das irgendwo per Sparplan, Arno? Ich weiß gar nicht, ob man das bei Bison kann. Coinbase, aber auf jeden Fall, glaube ich. Ja, Tommy hat einen Sparplan und Kolja, glaube ich, auch. Ich glaube, Kolja hatte das mit Bison gemacht. Okay. Also gibt es eine Funktion. Kannst du einfach einen Bitcoin jeden Monat kaufen und dann... Ja. Bitcoin-ETF? Es gibt keinen Bitcoin-ETF, ihr Lieben. Es gibt keinen Bitcoin-ETF. Es kann keinen Bitcoin-ETF geben. Aber viele Anbieter finden sich... in Amerika gibt es irgendwas... Ah ne, es war ein Future, ETC, ne? ETC. Also, ich habe gleich mal die ISA-Nummer gegoogelt, die man mir hier angeboten hat. BTC, ETC, Bitcoin Exchange Traded Crypto. Der ETN, okay, es ist eine Exchange-Traded Note. Genau. Im Endeffekt ist es eine Schuldverschreibung. Nicht genau, aber ähnlich wie ein Zertifikat. Ja, es ist eine Schuldverschreibung, wäre ich sehr vorsichtig mit. Aber ich weiß nicht, ob da die Bitcoins tatsächlich hinterlegt sind oder nicht. Wenn man in Krypto investieren will, würde ich direkt Kryptos kaufen, liebe Leute. Weil warum soll ich da jetzt noch irgendwie eine extra Schicht dazwischen packen? Bei Aktien macht es Sinn, dass man da so eine Zwischenschicht quasi dazwischen nimmt in Form von einem ETF, weil man dadurch breit diversifizieren kann. Das ergibt auf jeden Fall Sinn, aber bei Bitcoins macht das überhaupt keinen Sinn, außer ihr könnt jetzt ein breites Krypto-Portfolio auf einmal irgendwie kaufen, wenn ihr sagt, ich will ganz viele Kryptowährungen auf einmal. Aber irgendwas zu kaufen, wo 90% Bitcoin sowieso drin ist, das würde ich auf keinen Fall machen. Da habt ihr ein unnötiges Risiko. Und wir sind dabei, einen Bitcoin-Rechner zu bauen, womit ihr Bitcoin-Euro-Umrechnung machen könnt und natürlich verschiedene APIs anzubinden, also Datenschnittstellen, wo wir die aktuellsten Bitcoin-Kurse von verschiedensten Bitcoin-Plattformen haben können, sodass ihr die dann dort vergleichen könnt. Das wäre natürlich ein Traum. Arbeiten wir noch dran, wird es im nächsten Jahr bestimmt geben. Sind die ausgewählten ETFs in Ordnung oder soll es bei denen
Oder soll ich bei denen besser einen Tausch machen? Ja, ich kenne die jetzt nicht auswendig, ehrlich gesagt. Ich meine, ich kann gerne mal reingucken, wenn du willst. Aber ich glaube, die sind so schon sehr gut. Also X-Trackers kann man so viel nicht falsch machen, ehrlich gesagt. Also das ist der MSCI World. Also der hier ist völlig solide. 0,19% X-Trackers MSCI World ist sehr günstig. Er ist thesaurierend, er ist physisch replizierend. Es sind 4,8 Milliarden drin. Kannst du nichts sagen. Also exzellent. Das hier ist der Emerging Markets. Den habe ich tatsächlich auch. Lass mal die WKN-Nummer vergleichen. Ja, genau, den habe ich auch im Portfolio. Ja, lässt sich nichts sagen. 3 Milliarden Asset Under Management, also an Volumen drin, physisch replizierend, thesaurierend 0,18. Schmuckstück, was soll man dazu sagen? Mit diesem X-Trackers MSCI World ETF stehst du gut da. Da lässt sich nichts zu sagen. Und ich meine, es wird immer wieder bessere ETFs geben. Das ist ja das, was wir schon gesagt haben. Ne? Theoretisch kann man jedes Jahr sein Portfolio ändern. Ja? Man könnte jetzt zum Beispiel auf FTSE All World umstellen. Auch eine sehr gute Lösung. Ja? Aber irgendwann muss man sich mal festsetzen und dabei bleiben. Ja? Wie in einer Beziehung. Oder? So. Ja. Genau, also der 1C hier, ja, guck mal hier, 0,19. Es geht noch einen Ticken günstiger, wenn ihr hier den von Luxor nehmen würdet, Luxor Core MSCI World. Das ist eine deutlich weniger drin, aber kurz 600 Millionen sollten auch mal fürs Erste tun. Also wenn du zum Beispiel bei Scalable Capital bist und noch einen Puffer frei hast, also diesen einen ETF, den du noch zusätzlich kostenlos besparen kannst, dann könntest du den hier nehmen. Ansonsten, wenn du den hier kostenlos besparen kannst bei Scalable Capital, dann bleib dabei. Ja, ansonsten hast du hier den Spider, auch gut. Ich gucke mal nur gerade noch einmal in den Luxor hier rein. 660 Millionen drin, physisch replizierend. Thesaurierend 0,12, ja. Müssen wir sich die Tracking-Differenz noch angucken, ne? Also wie die war, kann ich mal gerade hier reinschauen in das Factsheet. Aber sehr wahrscheinlich ist dieser Fonds noch relativ jung, könnte ich mir vorstellen. Also dieser ETF, ja genau. Ein Monats-Performance, 3 Monate, 6 Monate-Performance, 3 Jahre gibt es keine. Das heißt, ich glaube, der existiert noch nicht mal ein Jahr. Von daher würde ich ein bisschen warten und einfach mal gucken, wie die Tracking-Differenz ist. Die Tracking-Differenz ist hier also auf kurze Sicht sehr kurz. 0,01, 0,02. Tracking Error, gut, kann man jetzt noch nicht berechnen. Ja, ich würde erstmal in deinem X-Trackers drinbleiben, um deine Frage abzuschließen. Ja, den Luxor im Auge behalten, der ist nochmal ein Schnaps günstiger, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also das hier ist der Kostenunterschied zwischen diesen beiden ETFs. Der eine ist 0,19%, der andere 0,12%. Bei 10.000 Euro Anlagevolumen spart ihr in Anführungszeichen 7 Euro pro Jahr. Das ist wirklich nicht viel. Also da würde ich mir jetzt den Struggle nicht antun, meinen ETF zu verkaufen, den anderen zu kaufen. Denn das kann auch einfach durch die Tracking-Differenz verschwunden gehen. Ja? Je größer das Anlagevolumen, desto höher kommt, also desto größer ist natürlich das Incentive, das zu ändern. Ja? Hier bei 50.000 ist die Ersparnis 35 Euro. Bei 100.000 ist die Ersparnis schon 70 Euro. Da kann sich natürlich lohnen. Ne? Warum auch nicht? Und bei 200.000 ist es jetzt ja 140 Euro. Wenn ihr dann in den Millionenbereich kommt, könnt ihr hier spaßhalber einfach mal 1, 2, 3, 1, 2, 3, eine Million eintragen. Dann werdet ihr bei 700 Euro, die ihr dann spart im Jahr. Ich weiß nicht, ob es dann noch genau darauf ankommt, aber ja. Wenn wir hier Optimierung betreiben, ne? Klar, ist immer schön, 7 Euro haben oder nicht haben, wäre ich auch immer lieber auf der Haben-Seite, ja. Aber man muss es auch in Relation setzen. Wie viel Zeit investierst du, um 7 Euro verdient zu haben im Jahr? Ja, das Ganze kann dich mal locker eine Stunde kosten. Erstens mal das Recherchieren deines neuen ETFs, dann das Ganze verkaufen, dann den neuen kaufen und so weiter. Ich weiß nicht, ob du für 7 Euro Stundenlohn arbeitest, aber tendenziell eher nicht. Selexis, vielen Dank für dein Portfolio. Ich hoffe, wir haben deine Fragen ausführlichst beantwortet. Wie kann ich noch mein Depot einreichen? Ja, liebe Leute, sorry, da müssen wir jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Wir wurden ein bisschen mit Depots überflutet. Wir haben 50 Depots gekriegt, mindestens. Ja, also wie gesagt, eure Portfolios bitte nicht mehr einreichen. Wir bereiten da was vor. Wir werden da extra was auf unserer Webseite coden, weil das Problem ist, dass diese Pie-Charts jedes Mal anders aussehen von jedem von euch. Und wir werden euch da extra was machen, wo ihr eure Daten eingeben könnt, auch gerne anonymisiert. Und dann braucht ihr nur auf PDF klicken, dann kriegt ihr direkt eine PDF ausgespielt, die ihr uns dann schicken könnt, idealerweise bei Asana hochladen. Und dann ist das Ganze ein bisschen weniger aufwendig für uns, also dass wir da nicht gucken müssen wegen anonymisiert und dass das Styling richtig ist und so. Aber wir haben jetzt 50 Portfolios, super diverse, also alle möglichen unterschiedlichen Portfolios, sehr, 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 sehr interessant und ja. Ich hoffe, dir hat dieser kurze Überfluss-Clip gefallen. Wenn ja, lass uns doch gerne einen Daumen hoch da und schau dir gerne die weiteren Clips hier oder hier an. Und wenn du in Zukunft keine Highlights mehr aus unseren Streams oder Interviews verpassen möchtest oder einfach Clips aus der Finanzfluss-Welt, dann solltest du Überfluss auf jeden Fall abonnieren. Bis zum nächsten Mal.